Wusstet YouTube, ich bin's wieder, GMTV. Und Leute, heute habe ich was richtig Geiles vor. Und zwar werde ich mich mit anderen Mädchen unterhalten. Ihr denkt euch, hey, du hast eine Freundin, warum unterhältst du dich mit Mädchen, dies, das? Das hat einen Hintergrund. Erstmal wird das ein Video sein, worauf ein Video folgen wird. Worauf meine Freundin wird quasi auf das Video reagieren, aber das Video wird noch nicht vorher online sein, sodass ich das abdrehen kann. Ich werde dir das quasi zeigen und dann gucken, wie sie reagiert, weil ich werde in diesem Video mit anderen Mädchen mich ein bisschen unterhalten und so und gucken, wie die dann reagieren. Werde ich das Ganze hochladen und ihre Reaktion auf den Kontakt mit dem Mädchen in diesem Video. Aber Leute, dieses Video ist richtig geil. Es gibt nämlich eine neue App auf dem Markt und zwar heißt diese App Asa. Und diese App ist einfach anders. Also ihr kennt doch bestimmt alle Chatroulette. Das ist sowas ähnliches wie Chatroulette, nur für Handy. Das heißt, ihr könnt euch mit den Leuten unterhalten und dann könnt ihr halt auch noch auswählen, welche Region, zum Beispiel Deutschland, Frankreich, England. Wenn ihr halt entweder die Sprache besser lernen wollt und euch mit den Leuten aus Frankreich zum Beispiel unterhalten wollt, oder ihr wollt euch mit Jungs unterhalten, dann könnt ihr auswählen Jungs. Oder ihr wollt euch mit Mädchen unterhalten, dann könnt ihr extra auswählen für Mädchen. Deswegen, erster Link in der Beschreibung, ladet die App auf jeden Fall runter. Das ist einfach wie Chatroulette, nur dass ihr das halt auf dem Handy habt und nicht auf dem PC. Leute, das ist abnormal. Ein dickes, 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 fettes Danke an jeden, der mich unterstützt, jeden, der hinter mir steht, jeder, der mich abonniert, jeder, der meine Videos liked, kommentiert oder die verbreitet, teilt. Selbst wenn es nur auf WhatsApp ist und ihr die Links von meinen Videos weiterschickt oder sonst was, ich schwöre, ich bin jedem von euch von Herzen dankbar. Wir haben einfach die 200 fucking 1000 Abonnenten geknackt. 200.000. Ich schwöre, Leute, als ich angefangen habe, ich so irgendwann, weil ich setze mir immer große Ziele. Ich so, Mama, irgendwann eines Tages will ich die 100.000 Abonnenten knacken. Ey, und jetzt haben wir schon das Doppelte. Ich schwöre auf alles, ich kriege Gänsehaut, während ich das sage. Ich will einfach 1 Million schaffen. Und wir werden das auch schaffen. Wir haben jetzt 1/5 davon, noch 50.000, dann sind 1/4 und es wird immer, immer mehr. Ihr seid einfach eine kranke Armee. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video, wo ich mich mit dem Mädchen ein bisschen unterhalten werde. Ich werde euch auch zeigen, wie man vielleicht das ein oder andere Mädchen klar macht. Mal schaut, auf jeden Fall wechsle ich jetzt zur Handyansicht, weil ich werde das über das Handy filmen. Und ja, let's go. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf der App Asa. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier auf der Bildschirmaufnahme. Ihr seht das ja. Hier steht Geschlecht, da könnt ihr aussuchen, männlich, weiblich oder beide, wenn ihr Bock habt. Auch euch einfach zu unterhalten oder falls ihr einen Partner sucht oder sowas. Hallo? Was geht ab? Nichts, bei dir? Nichts, ja, ich bin am Chillen, am Frühstücken. Und du? Das ist mir jetzt eine ernsthafte Frage. Okay. Gab es das T-Shirt im Angebot oder warum trägt das sie? Nein, also erstmal, das T-Shirt ist fake. Und zweitens, das T-Shirt hat mir meine Mutter aus Türkei mitgebracht und ich bin zu Hause am Chillen, weißt du? Was? Ehrenfrau, deine Mutter ist eine Ehrenfrau. Auf jeden Fall, ich war in Türkei, meine Mutter war in Türkei und die hat mir das einfach mitgebracht und so zu Hause auf Chilling kann man das auf jeden Fall tragen. Sandra, zeig mal dein Gesicht. Also ich sehe deine Decke, oder ist das deine Decke? Ich weiß es nicht. Mhm. Zeig dich doch mal. Tot aus. Ist doch scheißegal, Mann. Ist doch so, ich will mich aber mit einem unterhalten. Ich will den ins Gesicht gucken. Weißt du, was ich meine? Hi. Jetzt zeigt mir wieder 1/4 von ihrem Gesicht. Aber ey, ich hab echte Augenbraune. Meine sind auch recht. Nee, heutzutage bei den Frauen, weißt du, was ich meine? Ja, heutzutage laufen die mit Nike-Zeichen mittlerweile auch Adidas und so weiter rum. Ja, ich schwöre, das mit Adidas ist nicht mal so einfach so dahergesagt. Kennst du die Leute, die hier sich so Striche reinmachen? Ja, ja, es gibt Mädchen, die das wirklich machen. Ja. Nicht normal. Irgendwann machen die so Puma und so weiter. Du lachst, warte ab, wirst du sehen. Denk an meine Worte. Irgendwann so Gucci und so, das wird Trend irgendwann. Zeig mir jetzt dein Gesicht, so, zwei Optionen. Ich stelle dir jetzt ein Ultimatum. Entweder zeigst du mir jetzt dein Gesicht oder ich gehe weiter. Nee, du musst mich so oder so heiraten, das ist keine andere Wahl. Hm. Aber was, wenn ich denn jetzt einfach weitergehe? Was machst du dann? Wir sind befreundet. Ich habe Screenshots von deinem Gesicht gemacht. Ich komme aus Berlin. Ich kenne die größten Großfamilien hier. Kurden, Libanesen. Wallah, Habibi, war doch nicht so gemeint. Wallah, Habibi, mach doch nicht so. Salamu alaikum. Wa rahmatullah. Abla, ja, warum machst du so? War doch nicht so gemeint. Ich hab doch nur Spaß gemacht, ja? Wallah, Abla, ich küsse dein Auge. Ich küsse dein Auge, dein Hand, dein Zahnnägel.
Kennst du Kangal? Nee. Hundemarke. Hunde, alles klar, Hundemarke. Ja, Hunde. Kennst du die Hundemarke Kangal, so mit 400 PS? Was? Du musst die YouTube-Kanal aufmachen. Was gibt's? Jump! Was geht ab? Okay. Ey, ich seh nichts mehr. Ah, die sind weg. Oh, die haben, glaube ich, aus Versehen weggemacht. Oh, die Armen. Wie alt seid ihr denn? 16. Was? 16, 18? Ich bin 16, ich bin 18. Du bist 18? Ja. Niemals. Doch. Walla, du siehst aus wie... wie 7, Alter. Nein, Spaß, aber so... Zeig dich mal, Jill. Was? Zeig dich mal. Jill ist ihre, unsere Schwester, die ist ihre. Astaghfirullah. Was geht ab? Hä? Was? Hä? Was geht ab? Nicht schon bei dir. Alles gut. Wie heißt du? Ich heiße. Ja, wie du heißt. Ja. Was bist du für eine Landsfrau? Kroatin. Kroatin? Hätte ich niemals gedacht. Niemals. Was dachtest du denn? Ich hätte so Iranerin oder so geschätzt oder Perserin. Echt jetzt? Ja, ehrlich. Also, siehst nicht aus wie eine Kroatin. Aber wurde dir das noch nie gesagt? Nein, ne? Doch. Ja, willst du jemanden grüßen? Wenn du willst, grüß Oma. Ja. Ich hab auch Videos mit Oma. Ich grüße. Boah, warte mal. Ich grüße Fat Comedy. Ich grüße meine Mutter. Oh, was geht ab? Wer ist eine Schlampe? Der ist doch YouTuber. Das Mädchen. Das ist YouTuber. Ja, ich glaub schon. Doch, das ist ein YouTuber. Hä, nein? Mach mal diese Begrüßung, die du immer in deinen Videos machst. Was geht, YouTube? Ich bin's wieder, GMTV. Ja, das ist... Ich hab dich jetzt nicht erkannt. Stabil. Freut mich auf jeden Fall. Kannst du jetzt sagen, Senata, ich liebe dich? Was geht ab? Hallo. Alles fit? Du bist YouTuber, ne? Immer dasselbe. Nein, aber ich mache sogar Videos. Immer, die Leute denken immer, ich bin YouTuber. Warum? Ich verstehe das nicht. Oh, bist du? Du machst doch mit deinem Vater so welche Pranks und so hast du gemacht. Hä? Nein. Du hast doch eine Freundin, oder nicht? Hä? Nein. Doch, ich verwarte es gleich. Hey, du machst gerade Video, ne? Hä? Nein. Wollt ihr jemanden grüßen? Ich grüße meine Lehrerin. Wie heißt denn deine Lehrerin? Wie heißt sie? Welche soll ich grüßen? Frau Krone? Ja, Frau Krone. Salamu alaikum, Frau Krone. Wenn du das Video siehst, Habibi, du weißt Bescheid. Jo, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Vergesst nicht, das Video zu kommentieren und zu verbreiten natürlich. Der Link zur App ist unten in der Videobeschreibung, erster Link. Ladet die App auf jeden Fall runter, die ist kostenlos. Außerdem, Leute, könnt ihr da mehrere Leute kennenlernen. Ihr könnt da auch Frauen kennenlernen, ihr könnt da eure nächste Freundin kennenlernen. Man weiß nie, wen ihr alles kennenlernen könnt. Auf jeden Fall viel Spaß mit der App, viel Spaß mit dem nächsten Video, weil ihr wisst, das nächste Video wird mit meiner Freundin sein. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace!